Und jetzt das Heute-Journal-Update mit Nazan Göktemir. Guten Abend. Wir beginnen die Sendung mit dem Wort des Jahres. Sie können es sich vielleicht schon denken, Corona-Pandemie. Auf Platz 2 kommt ein Wort, das auch in aller Munde ist, Lockdown. Die Gesellschaft für deutsche Sprache hatte es dieses Jahr nicht schwer. Um einen Überblick über die Corona-Lage zu bekommen, hier die aktuellen Zahlen, die wie immer zu Wochenbeginn meist niedriger sind, weil nicht alle Gesundheitsämter Daten übermittelt haben. Das Robert-Koch-Institut meldet innerhalb eines Tages 11.169 Neuinfektionen. Das sind 305 Fälle mehr als am Montag vor einer Woche. Bundesweit die höchsten Zahlen verzeichnen immer noch zwei Regionen. Das bayerische Passau und der thüringische Landkreis Hildburghausen. Vergleichsweise das bayerische Passau und der thüringische Landkreis Hildburghausen. Vergleichsweise niedrig sind die Corona-Infektionsraten in Schleswig-Holstein. Der landesweite 7-Tage-Inzidenzwert liegt unter 50. Auch deshalb geht das Bundesland einen Sonderweg. Über die neuen Corona-Regeln im Norden berichtet Hermann Berndt. Wir wollen nicht schwarz malen, doch die Sorge, dass viele Unternehmer, Restaurant- und Hotelbesitzer die Corona-Krise wirtschaftlich nicht überstehen, ist groß. Und das, obwohl der Staat Milliarden von Euro in die Hände nimmt. Gewaltige Hilfssummen, die einen fast schwindelig machen. Kann sich Deutschland diese Milliardenhilfen überhaupt leisten? Wer soll das alles bezahlen? Der Bund? Die Länder? Letzten Endes bleibt es am Steuerzahler hängen, bei uns allen. Über Schulden und Steuern, Frank Buchwald. Niedriges Risiko. Bisher keine Risikobegegnung. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie soll ja dieses Instrument helfen, die Corona-Warn-App. Vor gut 5 Monaten ging sie an den Start. Bislang wurde sie rund 22 Millionen Mal runtergeladen. Vor kurzem gab es ein Update. Die Risikoüberprüfung findet nun mehrmals am Tag statt. Doch was bringt so ein Update, wenn nicht alle Anwender, die positiv auf Corona getestet wurden, ihr Testergebnis in die App eintragen? Wohl auch deshalb nennen Kritiker die App einen zahnlosen Tiger. Ja, die Teilnahme bleibt weiterhin freiwillig und anonym. Technisch wird unterdessen weiterentwickelt. Demnächst könnte die Corona-Warn-App auch Cluster erkennen. Mehr dazu von Sven Rieken. Wir blicken nach Äthiopien. Schon seit langem schwelt in dem Vielvölkerstaat ein Konflikt, vor allem um die abtrünnige Regionalregierung in Tigray im Norden des Landes. Die Befreiungsfront TPLF will mehr Autonomie. Nun ist aus dem Konflikt ein Krieg geworden. Nachdem die TPLF-Kämpfer ein Ultimatum verstreichen ließen, hat Regierungschef und Nobelpreisträger Abiy Ahmed vor 2 Tagen eine Militäroffensive auf die Provinzhauptstadt Mekele gestartet. Wie die Lage vor Ort genau aussieht, ist nur schwer zu sagen. Die Region ist größtenteils von der Außenwelt abgeschnitten. Eine unabhängige Berichterstattung kaum möglich. Von vielen Toten ist die Rede. Wie in jedem Krieg ist auch hier die Wahrheit das erste Opfer. Tim Kröger berichtet. Europas Finanzminister haben sich auf eine Reform des Euro-Rettungsschirms ESM geeinigt. Damit soll die Eurozone krisenfester gemacht werden. Hauptaufgabe des ESM bleibt im Krisenfall, Euro-Staaten mit Krediten vor der Staatspleite zu retten, gegen Reformauflagen. Startdatum ist 2022. Nach massiver Kritik will die französische Regierung das geplante Sicherheitsgesetz ändern. Und damit beginnt jetzt unser Nachrichtenüberblick. Und was jetzt noch fehlt, die Wetteraussichten für morgen. Ja, und das war's von uns für heute. Morgen berichten wir dann über das Außenministertreffen der NATO-Staaten. Es geht darum, das Militärbündnis politisch wieder zu stärken. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Restabend und eine gute Nacht. Musik